Ja, aber hier wirklich dieses Mädel finde ich jetzt gerade nicht. Müssen wir da vielleicht nochmal die Quest annehmen und verfolgen? Nee, macht doch nicht. Komisch, komisch. Oh. Auch der macht das. Oh, ich dachte schon, es verfolgt ein Vieh. Wenn der das macht, ist mir das egal. Wir sind noch nicht so stark. So, aber hier ist so eine Ziegenge, wird man doch schaffen. Attacke! Na komm schon. Was haben wir hier noch alles? Ha, naja. Wir müssen uns mal hier mal einmischen. Ich will nicht sterben. Nein. Oh, aber ganz knapp. 7 Gold. Ein dickes Horn haben wir bekommen. Aber ein ganz schön dickes Horn. Und ein stummliges Horn. Hm. So. Wo könnte jetzt diese Romania oder wie die heißt sein? Können wir vielleicht hier irgendwas erkennen? Königssee. Na, dann gehen wir mal hier runter. Oh, da hängt es wieder. Okay. Wir versuchen mal da wegzurennen vor den Viechern. Ach du meine Güte. Ah, Hilfe. Halte die Klappe, lass mich ruhen. Und wo kommen wir hier hin? Nee, da wollen wir nicht hin. Können wir denn hier rüber schwimmen? Ja, da schwimmen wir mal hier rüber. Irgendwo muss die ja sein. Mila? Miko? Irgendwo finden wir die schon. Na gut, ach, hier sind schon wieder ganz komische Viecher. Ach du meine Güte. Und das Wasser hört sich so an, als würde das brodeln. So ein bisschen. Naja, warum auch immer. So, haben wir denn hier irgendwo eine... Aber wir haben ein Portal gefunden und hier macht irgendjemand ordentlich Schaden, so wie ich das gerade gesehen habe. Hm. Aber hier haben wir wieder ein Portal gefunden. Neues Reiseziel entdeckt. Königinsee. Und aber hier sind ein Haufen Questgeber. Da sieht man mal, was wir alles noch zu tun haben. Aber von diesem Mädel keine Spur. Ich laufe mal noch ein bisschen hier hinter. Wenn nicht, dann lasse ich die Quest erstmal offen. Dann teleportieren wir uns erstmal zurück und dann machen wir erstmal eine Quest, die, wo ich weiß, dass wir die machen können. Weil hier sind nämlich, ja, nicht gerade sehr angenehme Tiere. Nee, das bringt nichts. Bevor uns hier noch so ein Tier angreift. Suchen wir mal lieber was weiter. Und wir haben ja eigentlich genug Teleportersteine, da können wir das jetzt auch mal machen, dass wir einfach mal... müssen wir den vielleicht so benutzen? Du hast 14, ja, aber kann ich die jetzt auch benutzen? Hallo? Das ist ja jetzt blöd.
Na, dann laufen wir eben wieder zurück, mein Gott. Hopp. Ja, jetzt haben wir hier einen Mist gebaut. Ah, okay. So, und dann laufen wir jetzt mal hier geschwind. Ja, da hat gerade irgendjemand jemanden gekillt. Hinten läuft auch noch ein Gegner. Wir könnten noch versuchen, noch mal so einen Wildeber zu machen, dass wir wenigstens mal überhaupt hier noch was machen. Wenn ich die ganze Zeit so rumlaufen. Ey, greif den an. Greif den doch an. Was macht denn der? Hallo? Jetzt. Komm schon. Ja, was das jetzt war, elektronisch. Mhm. 108 Expert haben wir dafür bekommen. Und wieder so ein Eber-Zeug hier. Da könnten wir eigentlich glatt noch versuchen, nochmal einen Eber zu machen. Wo haben wir denn noch einen? Oder noch so eine Ziege probieren. Ich habe ein bisschen Angst. Haben die denn einen Trank? Ja, wir haben einen Gesundheitssteigerungstrank. Können wir den denn mal hier... Machen wir einfach mal das. Und den hier trinken. Und dann haben wir... Können wir mal's wagen. Na, du sollst die aber auch angreifen, Meister. Komm schon. Ja, das lief jetzt gut. Kriegen wir wieder Geld und hier ein paar Pelze. Komm, ja, den Wildeber machen wir auch gleich noch mit. Verfehlt doch nicht immer. Das ist doch mal so ein großes Tier. Ja, wunderbar. Ich bin mal der Meinung, ich schau mal schnell ab. Haha. Er ist auch schon Level 7. Und wir sind, glaube ich, Level 6 oder 5 vor mir gewesen. Also noch nicht so hoch. So. Nun gut, mal eine Quest, die wir auch wirklich erledigen können. Wie war's denn mit dir? Was hast du denn? Hallo! Hallo! Hey, diese Ratten haben mich angegriffen und mir wieder mein Frühstück geklaut. Welche Ratte? Es gibt eine große Ratte mit Namen Kratzer, die in Königssee lebt. Sie hat früher einmal in der Stadt gelebt und seit kurzem stiehlt sie allerhand Waren, Lebensmittel unserer kleine Kinder. Aha. Habt ihr keinen Rattenfänger? Das ist ja genau das Problem. Wir haben es versucht, aber er verwandelt sich in eine Wehrratte. Eine was? Ja, ich möchte, dass du nur nach Königssee gehst. Kratzer findest du ihn niederstreckst. Okay, da kommt wenigstens mal ein bisschen Action rein. Und das gibt uns 1600 Erfahrung. Aber vorher müssten wir mal erstmal unsere Energie wieder auftanken. Und wir könnten mal, es hängt schon wieder sehr schön. Jetzt geht's wieder. Dass wir vielleicht mal nach einem Schwert Ausschau halten und mal gucken, ob wir da vielleicht ein schönes finden. Das war ja, glaube ich, für Krieger war hier hinten. Händler, Jäger. Händler, Krieger, hier haben wir doch. So, oh, hello. Hallo. Warum könnte ich denn das Kurzschwert nicht nehmen? Ach, das ist okay. Das würde uns eine Stufe von 11 bis 15 geben. Schaden, meine ich jetzt. Da gucken wir mal schnell, was wir überhaupt für uns anhaben. Schwert.
Ach nee, da haben wir ein besseres. Hallo. Haben wir denn noch was? Outfits? Trainingshemd. Also ich würde dann schon wahrscheinlich schon da lieber noch ein bisschen warten. Aber schaffen wir denn diesen Kratzer? Das ist jetzt die Frage. Ich mir versuchen, können wir es ja mal. Ja, genau so. So, jetzt sind wir auch gleich wieder auf volle Energie. Ich hoffe, dass jetzt nicht hier dieser Eber, den wir da vorne angegriffen hat, jetzt wieder angreift. Ups. Nun ja. Na, schauen wir mal. Müssen wir doch mal irgendwie was hier reißen. Dass mal da. Dass hier nicht so langweilig wird. Das tut mir auch leid, aber ich muss mich da selber auch ein wenig erstmal in das Spiel reinfuchsen. Ich habe zwar schon mit einem anderen Charakter ein bisschen weit vorausgespielt. Aber ich habe mir da auch nie das irgendwie durchgelesen, sondern einfach schnell durch, dass ich erstmal vorankomme. Und da ist so ein Let's Play wirklich schon ein bisschen hilfreicher, weil man dann wirklich eben sich auch die Zeit nehmen muss und auch mal alles durchlesen muss. Und ja. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich hier irgendwie ein Spiel dokumentiere.